sich hinsetzen, wie zur Meditation, die Augen schließen, den Rücken aufrecht halten, die Aufmerksamkeit auf den Atem lenken und den Atem beobachten beim Ein- und beim Ausatmen. Ablenkungen feststellen und zurückkehren zum Atem. Immer wieder mit der Aufmerksamkeit zum Atem gehen. Das Ein- und das Ausatmen beobachten. Bei sich die Frage stellen und beantworten, was bedeutet Stress für mich? Wann gerate ich unter Stress? Bei sich die Frage stellen und beantworten, gerate ich
berufsmäßig unter Druck, unter Stress, wenn ich zu spät komme, eine große Aufgabe habe oder auch bei bestimmten Gefühlen, bei Ärger, Eifersucht, Aufregung. Wann und wie komme ich aus dem Gleichgewicht? Bei sich die Frage stellen und beantworten, was bedeutet für mich Leiden? Wann leide ich? Aus dem Gedächtnis eine konkrete Situation, eine Begebenheit abrufen, in der man gelitten hat, unter Druck geraten ist. Eine ärgerliche Situation, eine schwierige Situation. Was immer es gewesen ist, sich dieses Ereignis, diese Situation ganz genau vorstellen, visualisieren.
versuchen, das seinerzeitige Gefühl abzurufen, sich entweder zu erinnern oder dieses wieder zu fühlen. Wie genau ist es gewesen? Versuchen, sich an die seinerzeitigen Gedanken zu erinnern oder diese Gedanken wieder zu denken. Bei sich die Frage stellen und beantworten, was ist das wirklich Unangenehme, das wirklich Schmerzhafte in der seinerzeitigen Situation, in der man gelitten hat, gewesen? War es das Ereignis selbst oder die begleitenden Gefühle und Gedanken? Versuchen, ganz genau zu unterscheiden zwischen dem Ereignis und den begleitenden Gefühlen und Gedanken. Sich die Frage stellen und beantworten,
Woher sind die damaligen Gefühle und Gedanken gekommen? Kamen sie von dem Ereignis oder aus dem eigenen Ich? Sich die Frage stellen und beantworten, wie sind die begleitenden Gefühle und Gedanken entstanden? Sind sie bewusst oder unbewusst entstanden? Sich die Frage stellen und beantworten, hätten auch andere Gedanken und Gefühle entstehen können in mir. Versuchen, sich eine gleiche oder ähnliche Situation, in der man gelitten hat, vorzustellen. Und dabei andere Gedanken, Gefühle zu haben. Nicht schmerzhafte, sondern angenehme oder neutrale. Bei sich die Frage stellen und beantworten, ob es möglich ist,
in einer gleichen oder ähnlichen Situation angenehme oder neutrale Gedanken zu haben. Bei sich die Frage stellen und beantworten, an was leide ich? Leide ich an meinen Gefühlen, die auch schmerzhaft sein können, an meinen Gedanken, oder leide ich an den Ereignissen, den schmerzhaften Ereignissen in der Welt? Was ist die Ursache meines Leidens? Und die Augen wieder öffnen, sich bewegen und diese Meditation beenden.